Hi, meine Lieben, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir machen ein kurzes Wochenendreading. Sorry für die Kameraeinstellung, aber ich habe noch keinen neuen Tripod gefunden. Das wird wahrscheinlich im Laufe des Nachmittags irgendwie passieren, weil ich jetzt ein Shoppingcenter gefunden habe, wo es sowas gibt. Und ja, ich habe auch immer noch kein Tageslicht. Ich ziehe also erst am Sonntag immer neues Zimmer und von daher ist es leider etwas ungemütlich. Aber ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen und verzeihen. So, wir haben jetzt ein paar Liebesbotschaften aus dem Kollektiv fürs Wochenende. Wir haben als allererstes die Karte Bonding. Ja, die sagt, also je mehr ihr oder je tiefer ihr euch kennenlernt, ja, desto mehr wird sich das Band zwischen beiden verstärken. Und schaut mal, hier haben wir so ein Liebespaar drauf und das zeigt natürlich eben auch dieses Band, was zwischen beiden ist, ja, was man eventuell auch nicht fühlen oder beziehungsweise man kann es fühlen, aber nicht sehen, das ist das, was sie sagen wollen. Ja, und verlasst euch da bitte einfach drauf, das ist also ganz, ganz wichtig und ihr habt hier einen Lebenspartner gefunden. Ja, das ist das Ding, dass ja, diese Romanze stabil ist und auch in der Lage ist, zumindest momentan, diese Distanz zu überwinden. Ja, die meisten von euch befinden sich in der Separation und ich weiß, dass das nicht immer unbedingt einfach ist, aber wisst ihr, es gibt so viele Liebespaare, die aufgrund von äußeren Umständen, was auch immer es sein mag, nicht zusammen sind und trotzdem diesen Weg finden. Ja, also lasst euch da bitte nicht entmutigen, auch wenn ihr, wie gesagt, gerade in der Separationsphase seid. Ja, es gibt so viele Paare, die sich nie vergessen haben und dann irgendwann später, ja, wenn die gegebenen Umstände dazu dann da sind, wieder zusammenfinden. Bei den einen oder anderen mag es sein, dass es hier in irgendeiner Form materielle Verbindungen gibt. Ja, das kann sein, dass man also zu sehr auf sein eigenes Leben in irgendeiner Form fokussiert ist, ja, dass das Liebesleben gerade ja so einen Effekt von außen hatte, dass man sich zu sehr auf Fallen konzentriert, ja, oder Umstände konzentriert, die vielleicht gar nicht so schlimm sind, dass man sich eventuell ablenken lässt, das könnte natürlich auch gut sein, schaut mal, beide lesen etwas und haben die Aufmerksamkeit auf etwas anderes gerichtet. Ja, und hier geht es darum, mal wieder so, ne, aus dem Kopf ins Herz hinein und vielleicht irgendwie, ja, das, was sich so als Blockade herausstellt, vielleicht charmant zu umgehen oder einfach mal den Tag Tag sein lassen. Ja, und die Konzentration wieder auf das zu richten, was wichtig ist. Wir haben zudem auch die Karte physische Connection. Also das heißt, für einige von euch wird das jetzt in der nächsten Zeit heiß hergehen. Gerade was die Kommunikation angeht. Also die physische Connection zeigt eben, dass man körperlich sehr angezogen ist voneinander. Das ist praktisch so diese Alchemie und Chemie, die stattfindet zwischen beiden. Trotz allem kann man das oft nicht in Worte ausdrücken, was dort passiert. Ja, das ist eben so dieses ewige Band, was da ist, wo ja, was eben bar jeglichen Ausdrucks irgendwie ist und was man einfach fühlt. Ja, das ist das Ding. Wir haben die Karte Rendezvous, also das gehört auch dazu, auch sehr schön. Sind also überall Liebespaare drauf dargestellt und ja, für die einen oder für die anderen mag es durchaus sein, dass es hier so ein Treffen gibt, ein privates Treffen, ja, was beide eben auch anzieht und wo beide zugerufen werden. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich süß. Ja, also das Einzige, wo ich irgendwie sage, ne, versucht mal irgendwie so die Konzentration so ein bisschen irgendwie vom Alltag abzulenken, ist diese Karte mit dem Material Attachment. Ja, dass man zu sehr verhaftet ist im Materiellen und dort eben die Aufmerksamkeit ein bisschen lenken soll, wieder auf das, was gefühlt wird. Wir haben einmal die Karte Mond. Ja, also der Mond, es kann natürlich jetzt ne, der nächste Mond sein, der kommt, die nächste Phase sein, die kommt. Der nächste Vollmond, der kommt. Wir haben jetzt auch einiges an Eklipsen, soweit ich weiß. Also der Mond zeigt eben auch Gefühle, aber die Verbundenheit miteinander taucht ganz tief ein ja, in das, was im Untergrund liegt, in das, was hervorkommen soll. Wir haben die Karte Orakel. Ja, es könnte also gut sein, dass euch entweder dieses Orakel jetzt etwas sagt. Das kann auch sein, dass das bei anderen Orakeln der Fall ist. Das muss nicht immer nur irgendwie ums Kartenlegen gehen, sondern das kann also durchaus sein, dass es andere Orakel gibt, wie jetzt die Runen oder jetzt gibt das Baumorakel und Muschelorakel, schlag mich tot. Also da gibt es ganz, ganz viele, die Auskunft geben können, ja, wo man sich drauf konzentrieren soll. Wir haben die Karte der Chakren.
Also es könnte gut sein, dass ihr über die Chakren etwas fühlt, etwas mitbekommt, dass über die Chakren eine Heilung kommt, dass eventuell auch Blockaden in den Chakren drin sitzen, die in die Heilung reingehen sollen. Ja, das kann also für jeden was anderes bedeuten und dass nein, eine Aktivierung kommt, die damit zu tun hat. Und vertraut bitte auf eure Wünsche. Wir haben auch den Wunsch, der hier liegt, ja, vielleicht auch von eurem Counterpart, der Wunsch Zurückkehr. Das ist auch das, was hier mit einhergeht, ja. Dass neu dieses Rendezvous stattfinden soll, ob das jetzt irgendwie auf der 5D-Ebene ist oder auf der 3D-Ebene, das ist letzten Endes egal. Hier haben wir also ne, diese starke Anziehungskraft, die von beiden Seiten kommt und wo man sich einfach wünscht, wieder zurückzukehren oder auf neu aufeinander zuzugehen, um die Dinge in den Ausgleich zu bringen. Ja, wir haben jetzt hier noch einige Karten. Wir haben einmal, I need more time to figure things out. Also ich brauche ein bisschen mehr Zeit, um Dinge herauszufinden. Ja, vielleicht auch über sich selber, über die Twin Flame Reise, über das, was jetzt in der nächsten Zeit irgendwie erfolgen soll, über das, was in die Heilung reingehen soll, ne, aus der Vergangenheit heraus, aus Past Life heraus. Also wie auch immer, deswegen gibt ein bisschen Zeit da rein. Ja, das ist ganz wichtig. Moment, ich muss jetzt mal die Karte lesen. Wie heißt, es ist egal, wie weit wir voneinander entfernt sind. Ja, also auch wenn es verschiedene Dimensionen sind, sogar, wir werden immer wieder einen Weg finden, zusammenzukommen, weil es Schicksal ist. Das ist sehr schön, das ist eine ganz, ganz süße Aussage. Ja, und das ist eben auch, dass man, ne, das zeigt eben auch, dass da eine Bewusstheit ist. Wir haben auch, please wait for me, bitte warte auf mich. Das kommt auch immer wieder. Ja, jeder hat seine eigene Zeit und natürlich hat jeder auch seine ein oder anderen Aufgaben. Vielleicht gibt es ne, auf der 3D-Ebene noch das ein oder andere, was in die Ausheilung gehen soll und wo man einfach ein bisschen Zeit braucht. Ja, das ist auch das, was die erste Karte gesagt hat. Bitte gib mir noch ein bisschen Zeit. Ich brauche noch etwas, ja, um hier etwas auszubaldowern. Ja, ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Ja, auch wenn ich es versuche zwischendurch, ja, es ist so eine typische Runner-Aussage, aber man kommt letzten Endes trotzdem immer wieder, ja, immer wieder zusammen und bitte gib mich nicht auf. Also ich weiß, dass wir immer mal wieder irgendwie in Seinszustände reinkommen, wo wir sagen, wir möchten gerne das ein oder andere hinter uns lassen und ja, trotzdem, na, wird hier gesagt, bitte gib mich nicht auf. Okay, das ist also ganz, ganz wichtig. Und ja, nichts kann unser Seelenband brechen. Wartet mal eben kurz, ich habe ein bisschen zu viel Kaffee getrunken. Sorry, wenn ich hier so rumzittere. Ja, also nichts kann dieses Band brechen. Es ist egal, wie lange wir auseinander sind. Ja, und das ist auch egal, was passiert. Wir werden immer diese Connection miteinander haben. Ja, das ist auch etwas, was in die Bewusstwerdung reingeht. Dass man diese Verbindung miteinander hat, egal was passiert. Ja, no matter what. Und dass, ja, wie gesagt, auch diese Sehnsucht dahinter steckt, wieder zusammenzukommen. Die Intensität meiner Gefühle hat mich ziemlich erschrocken. Ja, das passiert, wenn wahre Liebe eintrifft und alles auf einen einprasselt. Und dass, wie gesagt, dieses Band auf einmal da ist, wo man irgendwie gar nicht so flüchten kann, ja, auch wenn man das irgendwie auf der 3D-Ebene versucht, das kann sehr intensiv sein. Ja, gerade wenn man durch The Dark Night of the Soul geht und durch dunkle Gefilde sich durcharbeiten muss und erstmal schauen muss, was kommt denn da überhaupt an die Oberfläche. Der Awakening-Prozess ist nicht einfach. Ja, und gerade durch diese Intensität, wenn einfach noch jemand anders mit im Boot sitzt, ja, nur wenn man alleine durchgeht, das kann schon ganz hart sein. Aber wenn dann einfach jemand anders mit dabei ist, das kann also manchmal sehr, sehr große Angst hervorrufen. Ja, deswegen rennt nämlich jemand auch weg, auch wenn er vielleicht gar nicht wegrennen möchte. Ja, das ist auch das, was hier irgendwie mitgesagt werden soll. Und ja, ich hoffe, dass euch die Botschaft zum Wochenende gefallen hat. Sorry, wie gesagt, für dieses Hin und Her mit der Kamera. Das wird in den nächsten Tagen besser. Drückt mir die Daumen, dass ich heute einen guten Tripod finde und dass ich dann irgendwie in meinem Zimmer im nächsten habe ich dann Tageslicht. Dann ist das auch wieder alles ein bisschen charmanter irgendwie vom Umfeld. Und ja, ich hoffe trotz allem, dass euch die Botschaften gefallen haben. Und ja, wie gesagt, die nächsten Tage gibt es hoffentlich kein Wackeln mehr. Und ich wünsche euch alles Liebe und Gute aus Medellin und mucho, mucho amor aus Kolumbien. Und bis bald, meine Lieben. Bye-bye.